Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich draußen. Matti, komm mal gucken kurz. Tias. Sieht interessant aus, oder? Nein, nee. Matthias hat heute mal Freigang. Der geht ja sonst nie einkaufen mit mir, weil er ja mal arbeitet. Aber ich koppel wieder nur Scheiße. Ja, das stimmt allerdings. Matti kauft immer nur Scheiße, das stimmt allerdings. Ich auch natürlich, weil ich ja dann auch Kinder und so, aber... viel, ja. Hier. Damit kann man nichts falsch machen. Ich wollte hier bloß rein für so Cola, Klopapier und Katzenstreu und der halbe Wagen ist schon voll mit Matthias am Kram. Das ist so typisch. Das ist so typisch, so nervig. Ich brauche das da unten. Da unten reicht sie. Matthias, wie machen wir das? Gar nicht. Doch. Ich stelle mich hier hin und heule. Warte, ich nehme. Ja. Bin froh, wenn ich überhaupt welche kriege. Sind überall ausverkauft. So, wir sind unterwegs. Mara, das ist noch, steht doch alles in den Sternen. Mara, guck mal, ich habe eine Wanne mitgenommen, dass wir die. Hallo! Sag mal, Kuckuck. Wir sind gerade eben wirklich von dem Schulgespräch. Haben nur den Einkauf. War das jetzt eigentlich? Halt mal fest, so bitte. Das Schulgespräch, ja. Maris verbessert sich auf jeden Fall. Ein Glück. Ich freue mich. Ich freue mich auch mit meiner 2-. Ja, das stimmt. Also ihr habt heute alle. Warte, lass wir machen mal kurz ein Musikvideo, okay? The summer is the high. Warte mal. Warum glitzert der so? Ach so, wegen Depot. Nein, wir machen jetzt kurz ein Musikvideo mit Malu. Wir waren Malu. Einkaufen. Malu, wir machen jetzt ein Musikvideo. Da schreit die mir ins Ohr. Hier, setz sie mal rein. Hier. Mach doch mal auf den Leuten, bitte. Was mit den Leuten? Malu, deine Puppe. Warum weinst du? Hey, girl. Oh, und es ist jetzt meins. Und es ist rein weg. Ich hol sie dir, Malu. Bleib hier, du Bösewicht. Marleen? Wo ist die Karte? Hab ich. Ach so, das ist schon nicht. Mann, das ist meine Puppe. Ja. Wir sind jetzt ganz kurz ins Alexa gefahren, weil ich wollte noch Strassstein einlegen. Weil wir haben Kopf. Wieder den Drang, Geld auszugeben. Weil nein. Wir geben. Ah, ich kann jetzt dein Geld abholen. Oh, Mara! Das lässt du drin. Ja, das lasse ich auch drin. Ich habe erstmal noch ein Geld voll drauf. Ich hoffe, die Leute aus deiner Schule sehen das. Ja, dann sehen die das halt. Ist mir egal. Was bist du eigentlich für ein Tier? Nee, so hat sich das angehört. Das finde ich echt gut. Mach mal deine Jacke gut aus. Gib mir erst meine Jacke ist offen. Gib mir erst von ihm besuchen? Ja. Mach mal Kopf hoch. Ja, sorry. Das Set? Zwei Teile? Gleich. Also ich wollte sagen, das Set hat jetzt gekostet, also kostet aufgerundet 11 Euro, 10 Euro, 31 oder sowas. Wollte ich euch erzählen. We got it. Marleen! Ey! Guck mal, siehst du das schwarze Netzding, was die Puppe da anhat? Ja, wenn du ins KitKat willst. Wenn du ins KitKat willst. Da drüber ein Hoodie? Alter, Mama, nee, da unterstütze ich dich nicht, sagt sie. Das gucke ich mir gleich an. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeig euch gleich, was ich geholt habe. Cool, Klebeband ist leer. Ein Teilnehmer. So, komm, lass nach oben gehen, Hase. Kaka! Ja, du hast Kaka gemacht, ne? Achso, ist schon an. Entschuldigung, Leute. Ich habe nichts gesagt. Ja, okay. Gehen wir nach oben? Ich habe mir so zwei quasi Unterwäsche und Oberteile geholt. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Von Intimissimi. Hab
ich vergib mir. Mara! Runterkommen! Es nervt. Wohnzimmer 100%. Ja? Mama. Ja? Die Tür zumachen. Was für eine Tür? Ich hab die doch gar nicht aufgemacht. Du bist oben rausgegangen. Ey Leute, ich kann euch das nicht erklären, was da los ist, aber Malu schläft hier oben so ultra gut, ohne nachts wach werden, ohne alles. Das Einzige, was sie heute früh gemacht hat, ist halb nackt noch zu mir ins Bett gekrochen und gekuschelt. Ich glaube, sie liegt so gut, weil sie quasi neben dir liegt. Na, dann hätte sie ja jetzt unten dann das Gleiche. Naja. Aber selbst wenn sie in dem alten Bett neben uns in der Mitte geschlafen hat, ist sie wach geworden und hat sich ihre Milch eingefordert. Wenn die heute wieder nicht aufwacht, hier oben, ja, wenn ich dann das weiß ich auch nicht. Und vielleicht dann übermorgen nochmal. Also ich kann dir gleich mal eine Serie gucken. Ja, also wenn sie Papa macht, dass sie einschläft, da ist ja alles aus. Licht aus, Fernseher aus, alles aus. Und ihr müsst leise oben sein. Ja. Wenn sie dann schläft, kannst du Fernseher anmachen, alles. Kannst du das Küchenlicht anmachen, kannst alles machen, ganz normal. Alter, als wenn, ich wäre schon dreimal wach gewesen. Sie nicht. Wenn sie schläft, schläft dieses Kind. Mach das ist der Wahnsinn. Nicht. Der ist gleich da. Ja, Ahmed. Bringst du mir gleich mein Handy runter? Ahmed, weil das, Ahmed heißt er. Was ist mir jetzt nochmal? Ich weiß nicht, warum es hier schon wieder so kalt ist. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ist er da? Ach, ich habe gestern die Heizung ausgemacht, weil du das Fenster aufmachtest. Ach so, warte, mach doch mal an. Aber ist doch Spaß nicht, wenn wir gleich wieder ausmachen. Dann decke ich lieber zu. Wollt ihr auch mit Uber zurück? Nee, Papa holt uns doch ab. Also bitte. Ja, wir kriegen dann kein Kannst Uber. Kannst du den Strom noch anschließen? Ja, das mache ich jetzt. Lass mein Handy bitte noch da dran. Ich vergiss Mama. Alles, was du Ich sage jetzt hier nichts, Matthias, ne? Du weißt? Mama, um ja? Wie viel Uhr denn? 22 Uhr, denke ich. Ich gehe mal kurz runter, ja? 22 Uhr, dann fahren wir uns weg. Mama! Was? Was denn? Ich muss mal ein bisschen arbeiten. Was ist los? Geh mal zu Papa. Ein Trinken? Also oder möchtest du noch ein Käse essen? Der Papa möchte jetzt aber ein Brot essen. Willst du auch ein Brot? Ja. Maris auch. Maris auch, ne? Doch, du willst auch noch was essen. Ich mach mir jetzt ein Brot. Ja, aber kein Brot. Geh mal zu meinem Papa. Mach ich mal Brot essen? Geh da lang. Oh. Ja? Ich hab nichts gemacht. Hallo! Du bringst mir gleich mein Handy, aber lass das Display aus noch. Ich hab nichts gesagt, mit Absicht sag ich nicht Tschüss oder sowas. Damit sie nicht merkt, dass ich gehe. Aber sie hat's trotzdem gemerkt. Das ist aber nicht meine, ne? Nein, das sind Papas. Digga, meine AirPods sind for real, jetzt Real Talk weg. Vielleicht hat die auch jemand, Marlens AirPods sind schon wieder weg. Ich glaube, ich hatte das thematisiert, das letzte Mal, als wir sie spontan wiedergefunden haben. Beziehungsweise uns wieder geholt haben. Hier, findest du mir jetzt meinen Schal? So Super. Wollte ich das tragen. Wie so eine kleine Kapuze, dann sehe ich aus wie so eine kleine Eiskönigin. Ja, komm, zeig das mal, wie du aussiehst. Ja, du wolltest ja jetzt auch sehen. Ist das süß aus? Eine kleine Schneewittchenmaus. Huch, wir, ja, Marleen hat ihre AirPods schon wieder verlegt. Hast du dein Handy jetzt? Nein, das kommt mir auch gleich. Ich weiß nicht, wann Mehmet da ist, ne? 8 Minuten noch oder so. Alles super size, wie du weißt. Oder ich trage halt auf, mir ist warm, aber ich will einen Schal tragen, weil der sexy ist. Dann würde ich ihn so tragen. Wo ist meine Tasche? So trägt man das, wenn man einen Schal tragen will und einfach nur cool aussehen will. So. Ja, wenn ich mal nur Fragen habe, dann werde ich mich an dich wenden. Habe ich aber nicht getan. Doch, ich sag's ja nicht dir, sondern den Fans. Für wen? Fans. So, Powerbank habe ich dabei. Ne? Du hast, glaube ich, deine eigene, weil meine kriegst du nicht, schade. Ja, ich komme mit dem Trolli an. Wir gehen jetzt erstmal schön essen und machen uns heute einen schönen Mehlsabend. Yay!
nachdem du mich schon mal richtig provoziert hast da oben. Komm mal schnell. Am Bauch. Komm mal schnell ein Tuch. Du hast mich auch schon wieder aufgekratzt. Gibt's noch eine Sache, die ich nicht abgeschossen habe, aus Versehen? Erster Monat. Oh, die Arme. Hey! Ich nehme euch mit. Herr, wo ist mein Portemonnaie? Salonspinat. Kommt ihr noch Brot dazu, oder? Ja, gerne. Den Parmesan? Ja. Danke. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Ich sehe so, bitte Karte draufnehmen, dann steht es 48, ich sag, kann ich da noch Trinkgeld geben? Jetzt er kommt sagt danach. So, nee, das hat er weggedruckt, weil ich nichts gesagt habe. Ach so. Und ich habe gesagt so, nee, ich will schon Trinkgeld geben. Er sagt so, ach so, wie viel, dann sagt mir die Summe, dann gibt es, ich sag so, 55, also 55. Ich sag so, okay, 7 Euro, das ist jetzt nicht so viel. Weil, ja. Wenn du es mal runterrechnest auf diese 10%, dann ist es ja gar nicht mehr so viel, weißt du? 7 Euro ja schon viel. Ja, ich weiß. Aber ich habe ihm 7 Euro gegeben, weil... Wir müssen jetzt nach links, ja? Ja. Und dann meinte er so, 7 Euro? Nein, also er meinte nicht 7 Euro, sondern er meinte 55. Sagst du, ja? Er sagt so, okay, ja dann vielen Dank, ne? Ja, kriegst du wahrscheinlich gefreut. Von eh nichts. Aber gut. Ah, man weiß ich nicht. Also kriege ich da Luft. Ich bin jetzt gerade von ganz unten hier hochgelaufen, die zweite Etage. Mich schnell abschminken, damit ich dann zu meinem Baby kann. Ein paar Stunden Schlaf mir holen kann, bevor ich jetzt morgen früh wieder aufstehen muss. So. So, jetzt kann ich mit euch reden, weil ich wieder Luft bekomme. Ich hatte das Konzert sehr cool gelungen. Ihre Outfits waren der Hammer, fand ich. Das Einzige, was ich nicht so cool fand, war,
dass die Leute so untereinander nicht sehr viel Rücksicht genommen haben. Sei es, was das Drängeln angeht, sei es, was die Lautstärke angeht, das Filmen. Ich hatte vor mir, ich weiß leider nicht, wie man diese Art von Mensch nennt. Das hört sich komisch an, ne? Also es waren halt zwei Jungs, die sehr feminin waren. Ich sag immer total gerne, ein Junge, der glitzert. Wisst ihr, was ich meine? Der sich sehr feminin bewegt, sehr feminin aussieht, aber trotzdem aussieht wie ein Junge. Die beiden Jungs, die haben sich die ganze Zeit selbst gefilmt, wie sie die Songs mitgesungen haben. Und dadurch, dass wir ja hinter denen saßen, waren wir halt die ganze Zeit mit drauf auf diesen Videos und auf diesen Aufnahmen. Und das war schon so, boah, wo ich dachte, okay, ey. Ja, wir sind Influencer, ja, wir filmen uns, ja, wir stellen es ins Internet, aber wir sind da privat gewesen und man kann tatsächlich auch ohne Handy auskommen. Und ja, und da hat man sich die ganze Zeit halt so gefilmt gefühlt, ne? Nonstop. Ich meine, es war nicht immer ein Foto oder so, aber das war schon, wo ich dachte, oh Mann, what do you do, hä? So. Angeschminkt, geil. Mein Bauch spannt ganz schön doll heute. Was immer auch schwer, Donnerstag. Schwangerschaftsstreifen hier. Rote Punkte hat zwei, drei Stück hier zwischen. Naja, mal gucken, was das wird. Ne? Achso, nein, ich creme meinen Bauch nicht irgendwie gesondert ein oder besonders ein. Ich mache damit gar nichts. Wenn ich reiße, dann reiße ich. Es ist immer Veranlagung und das ist auch okay so. Gut. Ich würde sagen, erfolgreicher Tag gewesen heute. Ich wünsche euch allen eine schöne, gute Nacht. Ich gehe jetzt auch noch schlafen und morgen früh fahren wir hier einen Film schön an für euch. Ich hoffe, euch hat der Vlog auch wieder gefallen. Kommentiert fleißig, ich kommentiere dann auch. Ansonsten like ich eure Kommentare auf jeden Fall, damit ihr seht, dass ich wirklich aktiv bin. Morgen kriegt der Tesla einen kleinen Check-up. Aber dazu morgen mehr. Deswegen, tschüss.